Und hallo und herzlich willkommen, willkommen zu einer weiteren Folge Skyrim. Und jetzt habe ich noch einen Brief gelesen, der da ist. Welcher war das nochmal? Ich glaube, hier so einer, so ein. Und ja, ich habe auf jeden Fall eins geöffnet und dann sollten wir jetzt hier reingehen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Dracula-Krypta ist. Wenn nicht, dann müssen wir halt wieder rausgehen und den vorigen Speicherstand nehmen und dann funktioniert. Ja, mal gucken. Wir waren ja hier schon mal drin, glaube ich. Ich hoffe, dass ich euch das schon gezeigt habe. Ja, hier waren wir schon drin. Kann man hier einfach so? Ja, kann man auch. Die Maus weg tun und hier hoch, ja. Hinter. Ja, was soll ich jetzt mit ihm hier machen? Dann gucken wir mal in die Quest. Geh der kryptischen Botschaft nach. Ich habe von Voltotur eine kryptische Botschaft auf einem Leib eines mächtigen Dadu gefunden, die ihn für seine einstichige Verbrechen verdammt. Was hat er getan? Warum hat man ihn mit einem zerbrochenen Amulett begraben? Ja. Was war los? Ich habe jetzt die englischen Waitlist-Gedöns da wieder weggeschmissen. So, jetzt haben wir den Typen. Ja, was soll ich denn mit dem machen? Ich nehme dir jetzt mal ein Stückchen mit. Ich nehme den mal hier mit aus der Krypta raus. Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht. Ich werde dir nicht sagen, Junge. Ich hab keine Ahnung, was soll ich denn Mist machen? Ich guck noch mal in die Bücher rein und werde dann gucken, was ich ankommen will. Ich hab Ravenfels an Bord, bringt sie nach Windhelm und beginnt mit eurer Suche. Tötet das falsche Drachen. Ja, das haben wir ja. Das ist ja. Das haben wir ja schon. Kopfgeld. Tötet Lisa und Rajir. Sobald ihr sie erblickt, 100 Goldstücke für den, der mir ihre Köpfe bringt. Sagt es weiter. Kier. Ladadida. Eure kleinen Streiche strapazieren meine Geduld. Ich weiß, dass mein Onkel seine
Eigenheiten hat, aber er ist nun einmal unser Wachmann und ihr werdet ihn respektieren. Keine Herrin, kein Herausschleichender mehr, kein Spielchen mehr mit seinem Buch oder Nägel auf einem Stuhl. Noch ein solcher Scherz und ihr werdet sehen, wie lustig ein Tag hinter Gitterstäben sein kann. Drachenblut, ich muss euch sprechen. Das war ja von der Delphi oder wie die da ist. Ja, da kann ich viel erkennen, das ist irgendwo ein Berg hoch und da oben auf der Klippe, da soll dann was sein, ein Schatz. Versiegeltes Formular. Verbunden seid ihr Mörder und Verräter, verbannt durch eure Führung gegen Fürst und Reich. Vergessen sein Name und Taten im Land eurer Väter und eure Magie unserem Schutzzauber weich. Tja, ich weiß trotzdem nicht, was ich jetzt mit dem Typ hier anfangen soll. Weil das Zeug ist ja abgeschlossen, hier hat man doch alles gesucht und gefunden und ja, halt alles gemacht, ne? Ladidadi, schwededit, dann müssen wir die Quest halt vergessen. Was soll ich dann machen? Hier steht ja nur, in der Quest steht ja nur drin, dat ich daddy. Hier in die kryptischen Botschaften. Geht der kryptischen Botschaft nach, ja. Ich verfummel den Typen nochmal und guck mal, was dann passiert oder ob ich da was machen soll. Soll ich den vielleicht töten oder so? Ich weiß es ja nicht. Kann ja sein, alles wirklich. Ich weiß nicht, wie ich da drauf komme. Hier ist der Jung, hier liegt er da. Was soll ich mit dir machen, liebe Jung? Vielleicht liegt ja hier noch was auf dem Boden. Nix, hier passiert nix, ich weiß es nicht. Ja, dann habe ich die Quest verkackt und ich weiß es auch nicht so. Dann suchen wir uns jetzt was anderes. Kann man die auch entmarkieren? Nochmal. Wie geht das nochmal? So. Ja. Gucken wir uns das nochmal an. Versuchen jetzt nicht wieder ins Wasser reinzugehen. Ich entschuldige mich schon mal für die super. Oh, Alter, was soll denn der Scheiß? So. Da, di. Scheint muss ich. Mal gucken, ob wir hier vielleicht noch was anderes finden können an Quests, die vielleicht einfacher sind in Reise nach Bar. Reise mit. Ja, vielleicht sehen wir hier den Bar. Ja. Yeah. Weltkarte. So. Wo ist der liebe Barbas denn hin? Also der ist ja einfach, der stand ja dann sind wir da in die eine Dings hingegangen. Und da war er weg gewesen, ne? Darunter. So,
Dann gehen wir zum Griff der kaiserlichen Gedöns und weiß er Bescheid. Lager. Ja. So. Okay, jetzt. So. Wenn du in einem Bett schläfst, wirst du dich. Ja, wirst du dich ausruhen. Das macht man in Betten. Meistens, habe ich gehört. It's alright, it feels so wrong. Das ist, gehört ja zu dem, zu der Quest, die wir eigentlich machen wollten, letztes Mal. Langsamer wird irgendwie nicht. Ist ja auch egal. Mich stört es nicht. Alchemie hätte entdeckt. Vielleicht entdecken wir noch eine Höhle, oder das ist die Höhle, wo wir gleich hin müssen. Hallo. So. Ja, ja, ist gut. Der Elch geht gleich zugrunde. La da 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 da. Einfach hier durch, das geht so. Hallöchen. Das bringt mir leider nix. Was ist das denn, das da für Leute? Ich will nochmal gucken. Mich interessiert die. Wer seid ihr? Das geht euch nichts an, Bürger. Ach so, das sind wieder die Talmor, ja. Die besonderen Bürger. Ihr mischt euch in offizielle Angelegenheiten der Talmor ein. Das geht euch nichts an, Bürger. Nehmt diesen Mann zur Befragung mit. Geht jetzt. Kehrt zurück zu euren jämmerlichen Beschäftigungen. Ach, halt doch dein doofes Gesicht. Ja. Sieht aus wie so ein vertrocknetes. Hier steht ein Pferdchen auf dem Flur. Ja, ja, ein Pferdchen auf. Ach ne, da sitzt einer drauf. Wieso hat er uns eigentlich nicht hier hingebracht, der Hund? Was war das? Da ist er. Nein, doch nicht. Ich speichere mal ab. Wir wissen ja, wie gesagt, ne? Ich höre mal damit auf, immer das zu sagen. I kissed that girl. Ich krieg das Lied nicht aus dem Kopf. Moment. Was haben wir? Ach nein! Ach, das ist doch eine Vampirhöhle, Alter. Gib doch nicht auf. Echt. Wir sind ja schon mal hier rausgegangen, aber. Ich meine, wir haben jetzt gespeichert hier nochmal. So, jetzt gehen wir hier nochmal rein und dann gucken wir mal. Wenn wir noch angesteckt werden, dann laden wir wieder raus und dann vergessen wir die Quest einfach. Wenn, ja, ist mal halt gucken. Ihr hättet nie herkommen. Scheinbar da oben zu sein. Schalt mal wieder um. Eine Sekunde, ich mach mal kurz das Fenster auf, das stört ja nicht. Sonst dreht mein Computer durch.
Wenn jetzt da ein Vampir ist, dann müssen wir hier wieder raus. Da müssen wir den Speicherstand neu laden. Dann muss die Quest halt auf dem Weg bleiben, weiß ich. Jetzt sind noch nichts angezeigt. Ich speichere aber hier drin nicht. Jetzt ist alles wieder ruhig. Redet das Essen mit dem Koch? Ne, tut's nicht. Ihr hättet mich helfen sollen. Ja! Ist da jemand? Ja! Sieht geil aus. Was mich nur interessiert, wieso die Silber tragen kann, obwohl sie ein Vampir ist. Das ist, das geht mir nicht in den Kopf rein. So kann. Ja, jetzt hat es uns gerade infiziert, oder nicht? Ich hoffe, ich hoffe, dass der eine Speicherstand noch da ist, wenn wir jetzt gleich hier wieder raus sind. Weil ich versuche, das jetzt hier durchzuspielen. Ich kann schon euer Blick sehen. Ja! Ja! Damit
wäre das erledigt. Redet das Essen mit dem Koch? Wie viel? Jetzt geht bitte auf die Eier. Ja, dann geht die Quest nicht. Tut mir leid. Ich will die nicht machen, so. Ich hab keine Lust, mich hier jetzt zu... Ich habe jetzt keine Lust, da rum zu experimentieren, was jetzt wie und was und wo und hätte können, würde, sollte. Nee. Reise mit Barnabas zum Schrein der Scalavios. Ja, wähle. Wir gehen jetzt mal hier weiter hoch, weil es, so wie es aussah, war das ja nicht das, wo wir hin sollten. Warte, ich gucke jetzt nochmal in die Magie. Ich bin immer ein bisschen verkackt. Also wir sind jetzt nicht mehr vampirmäßig, aber... Warte mal. Ich bin doof. Ich bin übervorsichtig. So. Doof bin ich nicht. Und ich gucke mir das nochmal an. Dann suchen wir uns jetzt mal eine andere Quest raus. Gerade noch. Ich weiß nicht. Ich bin zu einem Hund von Barnabas geraten. Er sagte, er hätte sich mit seinem Herrchen gestritten und brauche mein mit der Hilfe. Er braucht. Ach. Er erwartet draußen von. Schande. Ich gucke nochmal, was das jetzt für ein... Wie heißt das? Wir können ja mal auf die Karte gucken, wie der Kack da heißt, der daneben sein soll. Das ist das, was ich... Da, wo man da hin soll. Aber das ist eine Quest, die... Das ist eine Quest, die dazu gehört. Aber wie? Der steht doch nirgendwo davor. Das ist dann noch das Beste. Der Hund, der Arschkopf, der ist doch gar nicht hier. Könnt ihr vielleicht anderswo damit rumfuchten? Wer ist das denn hier? Los, weiter! Nur mal so aus Spaß. Nur so aus Spaß, so nebenbei. Ich hab die wohl verscheucht. Ich bin gestorben. Ja. So. Wird das vielleicht auf der Karte angezeigt? Wir gucken jetzt mal, wo Falkenring da ist. Da. Da reisen wir jetzt nochmal hin.
Und dann beenden wir erstmal die Folge. Wollten ja jetzt gucken, was wir da machen können, aber es hat sich leider herausgestellt, dass es nur ein Haufen Scheiße ist. Kann ich euch etwas bringen? Nicht. Du kannst, wenn nochmal sagen, wo der Schmied hier ist. Naja, okay. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Bedanke mich fürs Zusehen und beim nächsten Mal werden wir dann hier gucken, wo der Schmied ist und dann die drei Leuten helfen, wenn das hier nicht geht. Ohne dass wir da in der Krypta reingehen, dann ist es halt so. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Bedanke mich fürs Zusehen bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Sleeper. Euer Yoshi, schuldig. Ciao.